Seit Montag, dem 1. März, dürfen die Friseure in Mecklenburg-Vorpommern nach 10 Wochen im Lockdown ihre Türen für die Kundschaft erneut öffnen. Kathi Heitzig und ihr Team vom Inselfriseur Pöhl freuen sich sehr, dass sie nun wieder für ihre Kunden da sein können. Wir waren sehr aufgeregt, dass wir endlich wieder aufmachen dürfen. Und es war eine lange Zeit und jetzt sind wir endlich wieder da, können wieder arbeiten, können wieder das machen, was wir gerne machen. Unsere Kunden freuen sich und wir sind froh, dass es endlich weitergeht mit den Friseuren. Seit dem 15. Dezember hatten sie geschlossen. Für Kathi und ihr dreiköpfiges Team war das eine schwere Situation. Aber sie haben sie alle zusammen gemeistert. In den Wochen des Lockdowns hat das Team digitale Weiterbildungen besucht und Verbesserungen im Geschäft vorgenommen. Den Inselfriseur auf Pöhl gibt es nun schon seit 25 Jahren. Man könnte ihn als Institution bezeichnen. Aber gab es eigentlich Existenzängste während des zweiten Lockdowns? Dadurch, dass wir schon so lange existieren und ich ein sehr gutes Team habe, habe ich diese Befürchtung nicht gehabt. Also wir ziehen alle an einem Strang, es sind alle wirklich mit bei und stärken mir den Rücken. Und dadurch habe ich gewusst, dass wir da durchkommen. Und das sind sie zum Glück. Durchgekommen. Als sie erfuhren, dass sie wieder öffnen dürfen, stand das Telefon nicht still. Die nächsten 4 Wochen sind gut gefüllt im Kalender des Inselfriseurs.